Also heute waren viele Leute da. Es war richtig gut. Vor allen Dingen, es ist aber auch egal, wie viele Leute da sind. Wichtig ist, dass in der Halle gearbeitet wird, dass der Spaß am Karate vermittelt wird, dass die Leute auch Spaß haben. Dann ist es egal, ob 10 Leute da sind oder sind 150, wie jetzt da sind. Die Leute müssen Spaß haben und der Referent muss das rüberbringen. Man muss Karate einfach leben. Bewegungstalente hat man immer und man muss einfach zusehen, dass man kontinuierlich an den Meisterschaften dabei ist, weil kein Meister ist vom Himmel gefallen. Einfach nur die Sportler immer wieder zu Meisterschaften schicken, damit die Erfahrung sammeln können. Dann auch gepaart mit gutem Training kann daraus was kommen. Nur jetzt aus dem Training allein zu sagen, jetzt hier habe ich einen guten Turnierkämpfer, ist immer sehr schwierig, muss ich mir auf Meisterschaften anschauen. Weil wenn sie jetzt schlägt, Schudern oder was auch immer. Wenn ich mit dem Nationalkader arbeite, ist ganz klar, Ziel ist die Medaille. Wenn ich aber jetzt am Breitensportlehrgang gehe oder in meinem Dojo dort bin, dann ist die Motivation eine ganz andere. Dort erstmal das Karate weiterzubringen, dann vielleicht nachher ihn dahin zu bringen, dieses Niveau abzurufen. Das sind zwei Paar Schuhe, aber beides mache ich sehr gerne und macht genauso viel Spaß. Ich muss einen Sportler, den ich habe, muss ich auf alle Kämpfercharaktere halt einstellen. Und wenn die 5 Techniken gut sind, dann ist es auch schön. Es müssen nicht 100 Techniken sein auf Mittelklassewert. Da reichen mir 5 wunderschöne Punkttechniken. Also da lacht mein Herz viel mehr. Was soll denn arbeiten? Mein linkes Bein oder mein Oberkörper? Man muss die Techniken nehmen, die erfolgsversprechend sind, die der Kampfrichter auch wertet und die er auch sieht. Sonst wäre das Training nutzlos. Das reine Kumite-Training natürlich. Im Karatebereich ist es anders, das Spektrum ist halt breiter. Aber was das Kumite-Training angeht, muss man schon festlegen, standardisieren.